Willkommen zur neuen Folge Probably Nothing, den IOTA News von dem ganzen Monat September. Ich bin Alexander, war wohl zu lange im Urlaub und wir haben echt eine Menge nachzuholen. Los geht's. Die Länge des Videos spiegelt in keiner Weise den Fortschritt von IOTA und der Entwicklung von hier erwähnten Projekten. Anfang des Monats kam eine super Nachricht von AK Deutschland raus. Das ist eine Tochter der Adecco Group und Partner eines Formel 1 Rennstalls, einem Aktienunternehmen in Zürich. Laut eigener Angaben entwickelt AK in Tokenisation, Smart Contracts, Identity und Streams der IOTA-Bereiche. Auch die Integration in ein bestehendes Projekt wird momentan durchgeführt. Hier wurde das Projekt Chain to Bike genommen. Ziel des gemeinsamen Projekts ist es mittels DLT die Dokumentation und die Sicherstellung von Eigentumsverhältnissen für E-Bikes oder sonstigen Fahrzeugen zu gewährleisten, sowie die Manipulation vorzubeugen. Holger Köter ist jetzt auch im Beirat von IOTA und außerdem präsentiert ein neues Startup, Stealth. Aber auch Regine Haschka-Helmer ist in diesem neuen Startup involviert. Am 22.09. hat Holger dann noch einen Tweet gesendet, der recht interessant war. Findige Detektive haben sofort angefangen zu suchen, was es mit diesem Bild auf sich hat. Und scheinbar ist das Space 5. Bestätigt ist es aber nicht. Moonvault hat Anfang des Monats ein Twitter-Space gestartet, mit Shimmer CE, TangleHub und ICCD als Gäste. Das ganze Gespräch könnt ihr nun auf YouTube anhören. Auch Soonlabs war diesen Monat fleißig, das Team hat eine Menge an Nachrichten geliefert. Als erstes wurde das große angekündigte Sooniverse Update Anfang des Monats released. Wer also schon eine lange Zeit nicht mehr auf der Seite war, wird das Äußere kaum erkennen. Wer alle Updates auf 6 Seiten lesen will, kann das im Dokument tun. Wie immer in der Beschreibung verlinkt. Weiter geht es mit NFT auf Sooniverse. Jeder weiß, dass es momentan eher zentral auf der Plattform geht. Das wird sich aber mit Shimmer ändern. Man kann ab dem ersten Tag von Shimmer seine ganzen NFT-Sammlung auf Shimmer prägen. Adam hat dafür ein tolles Video als Beispiel gezeigt. Auch das Trading mit Shimmer und Miyota wird ab dem ersten Tag von Shimmer möglich sein. Für alle, die ihre eigenen Token erstellen wollen, müssen sich noch die KYC-Instruktion durchlesen und beachten. Freitag hat Adam dann noch ein Video auf Twitter geteilt, welches die Schnelligkeit und Vereinfachung zeigt, wie simpel es mit dem Release von Shimmer seine NFT-Collection dezentral zu machen. Aber was folgt als nächstes auf Sooniverse? Das hat das Team auch am 26.09. in einem Blogbeitrag verraten. Zuerst kommt ein weiteres Update, das 0.14, welches Fehler korrigiert und kleine Verbesserungen mit sich bringt. Mit dem Release von Shimmer wird Sooniverse für 1-2 Stunden offline sein. Danach folgen folgende Features: Token Airdrop, Token Launchpad, XP werden nativ Token sein, mit allen den gleichen Vorteilen und Funktionen wie Sperrfristen. Das Handeln von Soon und anderen Token wird auch möglich sein. Als letzte aufgezählte Funktion soll das Soon Staking werden. Für Details könnt ihr gerne den ganzen Artikel lesen, mehr Informationen zum Staking werden mit der Zeit nachgereicht. Du magst Probably Nothing? Du bist der gleichen Meinung, dass IOTA sich kaum entwickelt und regst dich nur auf, weil es der größte Scam ist? Wie wäre es dann mit der Unterstützung dieses Kanals auf und meiner Arbeit? Du hast zu viel IOTA? Dann spende und unterstütze meine Arbeit, zück dein Mobile Firefly oder TanglePay App und probier die Sendenfunktion aus. Ich warte auch. Du bist von den neuesten Sooniverse Nachrichten so begeistert und willst ein NFT kaufen? Wie wäre es mit dem Super Silums? Es gibt nur noch 19 Stück. Oder wie klingt die IOTA Notes für dich? Das alles macht dich nicht glücklich und du musst deine Oniomanie weiter befriedigen? Dann tritt dem Patreon und oder dem YouTube Member Club bei und zeige offiziell, dass du IOTA und die ganze Entwicklung feierst. IOTA betwittert, dass man endlich den ersten Tokenswap vollziehen kann und ich habe es probiert. Wer das Video noch nicht gesehen hat, kann das gerne nachholen. Ab dem 19.09. können wohl alle nun Tokenswap auf IOTA-B benutzen. Mit dem Release von Shimmer werden viele DeFi-Plattformen starten und die IOTA Foundation ermöglicht deswegen der Community die Chance, sich für dieses Thema zu bilden. Dafür haben sie Bankless Consulting eingeladen, um in mehreren Videos verschiedene Themen abzuarbeiten. Im ersten Kurs geht es um die Wallets und die Interaktion mit DeFi. Der zweite Kurs beschäftigt sich mit den Token Swaps, DEX vs. SEX. Die dritte Episode handelt um die DeFi Lending und Borrowing. Kommen wir zu TanglePay. Das Team war ebenfalls sehr fleißig. Auf IOTA-B könnt ihr eure Wallet verknüpfen und IOTA traden. Das könnt ihr ebenfalls in meinem Video zu IOTA-B angucken. Auch wurde die Sicherheitsprüfung bei TanglePay von 30K durchgeführt. Man kann nun wirklich nicht mehr behaupten, dass man TanglePay nicht benutzen sollte. Außerdem kann man bald seine Shimmer in der App beanspruchen.
Auch könnte die App auf Version 1.4.3 updaten. Bleiben wir bei den Wallets und gehen zu Firefly. Auch hier gibt es unglaublichen Progress. So hat das Team Anfang des Monats geschrieben, was mit dem Shimmer Launch alles mit der Firefly Wallet machbar wird. Mit dem Update kann man dann die Shimmer Token beanspruchen, auch andere native Token verwalten, Mikrotransaktionen vollziehen, Verfallszeiten in Transaktionen einfügen und es wird ein Ledger Nano Support geben. Ein paar Tage später erschien dann offiziell die Firefly Mobile App auf Android und iOS. Dann veröffentlichten sie auch eine Firefly Update für den September auf GitHub. Hier beschreiben sie die nächsten Schritte. Die Vorbereitung auf Shimmer und die Angleichung an die Desktop-Version. Eine schöne Besonderheit in der Zukunft wird es sein, nahtlos aus Firefly IOTA Token kaufen zu können. In dem Sinne wurde auch die neue Firefly Website gestartet, um die mobile Anwendung besser zu präsentieren. Unter firefly.iota.org könnt ihr sie nun bewundern. Zur Lockerung verlassen wir IOTA und Shimmer und widmen uns Assembly zu. Kleine Info zum Staking. Das Event läuft immer noch. Bis heute, dem 27.09., wurden knapp 579 Millionen Assembly ausgeschüttet. Auch landet der Assembly-Artikel mit dem DeFi Project in die Top 5 der meistgelesenen Artikel auf CoinMarketCap. Zurück zu den Projekten. Silicon Droid Inc., die Firma, die Smartwatches mit IOTA-Integration herstellt, haben bald neue Geräte zum Verkauf. Wer Interesse hat, die Uhr kostet 92 Euro und sind bald wieder erhältlich. BizGen veröffentlicht einen Artikel, wie sie IOTA in ihren Falcor-Plattform integrieren. Die Falcor-Plattform dient als Austausch sensibler Daten. Momentan kann die API auf den Tangle schreiben, lesen und überschreiben. Mehr wissen wir noch nicht. Wer nicht nur reden, sondern auch programmieren will und das Ökosystem bereichern möchte, kann gerne die Tutorials von Kumar angucken. In vielen kleinen Videos erklärt er, wie ihr Shimmer einfach integrieren könnt. Zum Beispiel einen Account erstellen, die Ballons aus eurer Wallet ausgeben. Erinnert euch an Omoku? Da könnte man früher IOTA kaufen. Das Team kommt unter einem neuen Namen wieder zurück, VivisWap. Dann könnt ihr wieder Krypto und darunter auch IOTA wieder von eurem Bankkonto kaufen. Auch wird es KYC-freie Transaktionen geben. Wie das gehen soll mit der neuen EU-Regelung, bin ich gespannt. Die ersten NFT-Projekte laufen zu IOTA über. Wainbrains ist eines davon. Die Nachricht, dass es sich um das medizinische Softwareunternehmen gehandelt hat, ist falsch. Es sind NFT. Dennoch ist es schön zu sehen, dass diese Projekte rüberwechseln. Was haben 1917 Dokumente, 2778 Comments, 107572 Hinzufügungen und 82151 Löschungen gemeinsam? Genau, ein neuer Blogpost von Shimmer und ein Release von Smart Contracts in Version 0.3.0. Mit der neuen Version ist das Framework mit dem Shimmer-Netzwerk kompatibel. Sobald das IOTA Mainnet auf Stardust aufgerüstet ist, wird es auch mit IOTA kompatibel sein. Mit neuen Funktionen wie dem gesamten Spektrum der Stardust-Ledger-Unterstützung, erweiterter EVM-Unterstützung, verbesserter Zuverlässigkeit, Wiederherstellbarkeit, verbessertem Tooling, Gasunterstützung und vielen anderen Verbesserungen starten die Smart Contracts durch. Erinnert euch an Loyal, das IOTA-Projekt mit den Stempelkarten? Die App gibt es ja schon seit geraumer Zeit und nun steigt das Team ins NFT-Geschäft ein. Sie wollen hier mehr Anwendungsfälle bringen als nur Bilder. Eine ganz große Entwicklung kam am 13.09. an die Öffentlichkeit und betrifft die IOTA Foundation als Stiftung selber. Schon vor langer Zeit hat Dom angekündigt, IOTA auch in der Schweiz als Stiftung einzutragen, da in der Schweiz Stiftungen mehr Möglichkeit haben, beispielsweise mit Werbung umzugehen. Das ist nun am 8.09.2022 endlich passiert unter dem Namen Verein Tangle Ökosystem. Auch hier handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation mit dem Fokus zur Stärkung und Unterstützung des IOTA-Ökosystems, den Technologien sowie Applikationen. Herzlichen Glückwunsch an Dom und das ganze Team. Entspannen wir uns wieder ein bisschen mit ein paar Top-Platzierungen im Crypto-Space. Da haben wir zuerst Platz 1 mit den höchsten Klickzahlen, Platz 7 mit dem meisten Engagement und eine Woche später Platz 10 mit dem meisten Engagement und Platz 5 bei den meist bullischen Trends auf doyourownresearch.net auf der FTX-Plattform. Mit der Eintragung in der Schweiz kann man nun auch Marketing betreiben und Dom hat auf Twitter gefragt, was man denn jetzt alles machen kann. Es kam viele Einsendungen, gute, schlechte, interessante, aber nur eine, die ich selber richtig gut finde, und zwar mehr Entwickler engagieren. Den Vorschlag könnt ihr auf der offiziellen Seite govern.iota.org nachlesen oder die vielen Tweets. CoinGecko hat auf seiner Website Shimmer gelistet, momentan nur als Preview only.
Gerne könnt ihr euch dort anmelden und einen Stern verpassen. Mit knapp 400 Sternen ist das ja kein großer Erfolg, der uns bevorsteht. Ein großer Erfolg feiert auch der ICCD. Diese sind nun offiziell eine Non-Profit Corporation auf den Marshall Islands. Das sah vor einigen Monaten ein Vorschlag, welcher mit der Community angenommen wurde. Mitte des Monats hat die IOTA Foundation ihre Roadmap aktualisiert. Dies ist unter roadmap.iota.org zu finden. Ein neues Projekt begrüßt das Touchpoint-Programm auf Shimmer, und zwar Jungle Race. Hierbei geht es um ein Mario Kart-ähnliches Spiel, mit dem man auch Kryptowährungen verdienen kann. Aber es soll nicht nur ein Spiel sein, sondern auch eine Plattform für zukünftige Entwickler, die ein Arsenal an Tools bekommen. Ich freue mich schon, das Spiel zu probieren. Gold Standard veröffentlicht einen Artikel, wo sie eine Erstellung von digitalen Token für CO2-Zertifikate veröffentlichen wollen. Gold Standard arbeitet eng mit Climate Check und IOTA zusammen. Jetzt heißt es warten, bis der Vorschlag akzeptiert oder abgelehnt wird. Audit One, ein Prüfungsunternehmen für Smart Contracts, NFT und andere Web3-Produkte, ist nun ebenfalls Partner des Shimmer-Netzwerks. Beispielsweise wird Shimmer C, Bifrost und Stealth Project von Audit One geprüft. Matt meldet sich auf Discord zu Alvarium und dem Verkehrsprojekt in Austin, Texas zu Wort. Bei beiden bejahte, dass die Projekte leben und sehr aktiv sind, auch wenn es durch andere Partner nicht so oft kommuniziert und aktualisiert wird. Der letzte Satz von der Alvarium-Nachricht macht richtig Lust auf mehr. Einer der größten Konglomerate hat sich's angeguckt und hat positiv reagiert. Kobold auf Twitter hat etwas Neues von Alfred, dem Verkehrsprojekt hier in Deutschland, gefunden. So soll am 29.09. die ersten Tests laufen. Das Programm ist wohl fertig und man kann sich nun anmelden. Es wird eine Smart City Leitstelle veröffentlicht, ein Use Case in Waren- und Lieferverkehr gezeigt und intelligente Leitpfosten präsentiert. Letzteres kann man sogar schon jetzt als Bild sehen. Am 16.09. veröffentlicht Shimmer einen Blogartikel mit dem Testnet-Launch für die Smart Contracts. Das heißt, alle, die Smart Contracts auf Shimmer probieren möchten, können das jetzt tun. Dass IOTA keinen Fortschritt hat, zeigt auch der folgende Fall. Am 11. September veröffentlichte die Toshiba Limited in Bristol ein Paper IOTA Tangle 2.0 Toward a Scalable, Decentralized, Smart and Autonomous IoT Ecosystem. Das Paper liest sich wie Butter, wenn man die Zusammenfassung liest. Diese Entwicklungen positionieren IOTA Tangle weiterhin als äußerst attraktive DLT für die IoT-Industrie. Narwin hat darauf Folgendes getwittert, dass es erschreckend sei, wie schnell sich das Protokoll entwickelt hat und dass viele Komponenten nicht mehr aktuell oder schon verbessert wurden. Da sieht man es wieder. Keine Entwicklung, nur Rückschritte nach vorn. Türkiye'ye merhaba. Erkin Sakinöz erklärt wohl in über 20 Minuten IOTA. Ich kann nicht viel über den Inhalt sagen, hoffe aber, dass die türkischen Zuschauer hier auf ihre Information kommen. Timson Labs hat wieder ein großes Vorhaben gestartet. Er, IOTA Read und Infiota möchten alle Exchanges finden, die Shimmer listen wollen oder schon haben. Falls ihr also in freier Wildbahn Shimmer gesehen habt, meldet euch bei den dreien und unterstützt so die Community. Pipe, das Projekt von TangleHub, hat nun eine Website. Pipe bietet dezentralisierte Datenspeicherung und Übertragung. Roadmap, Lightpaper oder Informationen zu den Pipe-Token folgen aber noch. Gestern hat Pipe noch einen Artikel veröffentlicht, welcher in der Beschreibung verlinkt ist. Kommen wir zu ShimmerC. Diese wurden von HashX geprüft, einem Unternehmen, welcher für Sicherheit in Blockchain- und DeFi-Sektoren bekannt ist. Was genau rausgekommen ist, habe ich leider nicht rausgefunden, aber bei einer Prüfung wird es nicht bleiben. Denn diese Woche hat ShimmerC bekannt gegeben, dass sie eine weitere Prüfung starten werden und sogar ein Bug-Bounty-Programm. Diesmal wird die Prüfung von Audit One durchgeführt. Der DeFi-Sektor explodiert. Mit dem Start von Shimmer werden wir so viel Auswahl haben, dass es schon erschreckend ist. Und da wir hier nicht genug bekommen können, begrüßen wir Deeper. Ein weiteres DeFi-Projekt auf Shimmer. Das Ganze wurde von Nekama Labs entwickelt. Bifrost hat auf ihrer Webseite die Dokumentation, das White Paper und User Paper hinzugefügt. Nun kann man besser das Projekt verstehen. Das war eine der Sachen in der Community, die nachgereicht wurde. Kommen wir zu schlechten Nachrichten. Ja, die gibt es ja auch bei IOTA. Kami Labs schließt seine Pforten. Als Grund werden eine Vielzahl von verschiedenen Faktoren aufgezählt. Cake, Ripple, Luna, Celsius. Das Geschrei der Community ist selbstverständlich groß, da hier Geld und Projekte einfach so wegfallen. Doch laut Aussagen wird Inspired wohl in den nächsten Monaten einiges an Informationen raushauen
und vielleicht das ein oder andere Projekt retten. Dom hat offiziell eine TA-Weissagung auf Twitter veröffentlicht. Demnach steigt Shimmer auf 1,33 Dollar an. Resonate Finance sagt Unterstützung für IOTA und Shimmer zu. Das twittert ebenfalls Dominik am 25. September. Revest will neuen Projekten das IOTA-Protokoll anbieten, da sie davon sehr begeistert sind. Weitere Ankündigungen werden später folgen. Das Revest-Protokoll bietet mit dem Financial Non-Fungible Token oder auf FNFT eine neue Nutzung von NFTs als Finanzinstrument ein. Der gute Muandelo hat ein neues Patent entdeckt. Das Ganze wurde von Hitachi Transport Systems eingerichtet und soll eine transparente Verteilung bei dem Standort eines Gepäcks zwischen Gepäckeigentümer und Verteilern geteilt werden, was man ganz deutlich auf der Abbildung sehen kann. Dass IOTA die letzten paar Tage so viel Zuspruch und kostenlose Werbung findet, ist kein Einzelfall. Krypto-Chefs erzählen in ihrem neuen Video über IOTA und zeigen ihrer Community, was IOTA so kann. Das gleiche mit MSN.com. Diese veröffentlichen einen Artikel mit der Überschrift Moonas and Shakers. US-Dollar drückt die Märkte, aber Kryptowährungen halten durch. IOTA steigt aufgrund neuer Token-Nachrichten an. Das pusht uns nach vorn. Tangle Labs hat den Identity Manager veröffentlicht. Das Ganze könnt ihr nun auf GitHub finden. Aber Vorsicht, laut Disclaimer ist das nur eine Alpha-Release und wurde nicht kontrolliert. Als vorletzte Nachricht hat BitForex einen kryptischen Tweet verfasst. Was kann es nur bedeuten? Und als letzte Nachricht, wer hätte es gedacht, folgen die obligatorischen Updates auf den Discord zu Protokollen etc. Die Firefly Stardust Beta erschien in Version 6, 7 und 8, das wäre jetzt die aktuellste Beta. Hornet hat die Version 2.0 Beta 8 und 9 erreicht. Danke für das Zuschauen, ich werde wohl nie wieder Urlaub machen, denn ich weiß, dass es so viel auf mich zukommt. Und bis zur nächsten Folge. Ihr seid ja immer noch da. Ist etwas passiert? Ich denke nicht. Ah ja, stimmt. Dom twittert noch in den letzten Minuten, dass Fool.com und You.Today von IOTA schreiben. Richtig viel Aufmerksamkeit. Aber warum nur? Ich kann es mir einfach nicht erklären, warum IOTA jetzt so trendet.